Na gut, dann Servus, grüße euch Palim Palim zu Kult Curse. Heute Tick, Trick und Tack. diesmal aber nicht alleine im Duett, sondern in Tricolore. Genau. Mit dem Würfelorden. Seit gefühlt einer halben Ewigkeit reden wir jetzt eigentlich schon davon, dass wir sie zumindest einmal am Tisch zusammensetzen, oder? Ja, das ist oder? Irgendwie immer so das Spannende. Man wohnt eigentlich nebeneinander, aber dazu kommen... Nein, immer noch, es sind schon fast Kontinente dazwischen. Wahnsinn, so, Wahnsinn, oder? Ja. War eigentlich schon... Ja. Einige sind gut mit Viertel. Zumindest ein paar Querstraßen. Ne? Ja, eben. Bisschen Autobahn. Kann man eigentlich sehen, oder? Wie man es nimmt, wenn ich wusste, dass du da wohnst, liegt jetzt 2-5 Minuten vor der Arbeit. Dann hätte ich die Sachen gleich mit dem Dorf genommen. Ja, warum sitzt man eigentlich benannt? Einfach nur, um sich ein bisschen auszutauschen und uns eigentlich sehr wichtig. Der Aktion, die was du ja quasi das ganze heurige Jahr betreibst, genau. Für den absolut geilen, super coolen, guten Zweck für Kinder. Willst du da ein bisschen ein Intro oder Input dazu geben, ohne dass ich da die Worte wegnehme? Sehr gerne. Also grundsätzlich ist es so, ich habe ein bisschen ein Kreuz-Background, sagen wir es mal so. 2 Jahre habe ich dort hauptberuflich gearbeitet. Und ich habe mir heuer so ein bisschen überlegt, du willst 1000 Miniaturen haben. Das gehört, heuer machst den Pile of Shame, sagst du den Kampf an und 1000 Figuren schaffst du. Ich glaube, letztes Jahr war ich immer bei 350 oder so. Also, dass man sich mal ein bisschen die Relation anschaut. Aber ich habe mir gedacht, das boxt nie, wenn es nicht Grund ist, dann genau ein Abis hast. Da brauchst du einen richtigen Abis. Dann habe ich mir gedacht, okay, machst dann Marathon draus. Also so richtig wie normale, manche Leute gehen Rena, ich gehe in Köln Moina. Also der Unterschied ist nicht so groß. Ich finde auch das Zweite nicht besser. Ich auch. Ja, so, ne? Das hat mehr Ausdauer. Erstens das Getränk ist nie weit weg. Ja, das stimmt. Man kann neben der Serie schauen, also es ist schon. Und man kommt auch ins Schwitzen. Ja, genau. Ja, man kommt ins Schwitzen ja. Und so. Und dann habe ich mir gedacht, wie setzt es am besten um? Und dann habe ich ein paar von den Firmen, mit denen ich sowieso relativ kooperiere, angeschrieben, hey du, was haltest du davon? Mach mal eine kleine Wette. Ich mache heuer 1000 Miniaturen. Und dann habe ich gesagt, das macht er nicht, das glauben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja passt, mach mal eine Wette draus. Immer wenn ich 100 Miniaturen schaffe, hat sie mir irgendwas vor eurem Sortiment, das dürft ihr aussuchen, ist gar nicht so wichtig, was sucht sich was aus, hat sie in einem Pott und den versteigern wir dann zum guten Zweck. Ja, klingt nicht schlecht, und wenn ich es nicht schaffe, machen wir es so, alles was ich auf die 1000 Miniaturen nicht einmal, nehme ich von unbemalten Miniaturen von mir selber und die kommen in den Pott und zusätzlich dürft ihr sagen, ihr dürft euch irgendeinen Videowunsch mal überlegen, da könnt ihr den größten Scheiß sagen, was euch einfällt, jeder einzelne von euch, der was mitmacht. Und ich mach das dann. Da bleibt ja nur der Weg über das 1000 Wort. Ja, ja. Man wird zu mir sagen, ich darf mir für dich ein Video ausdenken. Da hol er die Waldfee, ne? Ich habe mich ja schon in Rosa die Tür irgendwas machen sehen. Fix, garantiert. Und wie eine Fee durch den Garten springen oder keine Ahnung. Die sind humilde. Weißt du, die meisten von den Leuten, mit denen ich geschrieben habe, die mögen mich also. jetzt ist halt so der Standpunkt daraus, dass ich sage, wofür möchte ich es aufbringen? Also wo sollen die Spenden hingehen und sowas? Und dann habe ich mich eben so ein bisschen an mein Rotkreuz zurückgehend und wir haben halt ein wahnsinnig tolles Projekt immer gehabt, das wir bei uns mit einem Benefizkonzert unterstützt haben, und zwar war das die Kinderburger Pottenstein. Das ist eine Kooperation, Kinderprogramm Bottenstein, mit dem Roten Kreuz. Und zwar geht es darum, dass Familien, die ein schweres Schicksal ereilt haben, weil zum Beispiel eben ein Todesfall in der direkten Familie, eine potenziell tödliche Erkrankung oder einfach chronische Erkrankung oder ähnliches, wo man einfach sagt, das reißt einem so aus dem Alltag raus und nimmt einem dieses Familiensein. Weil man muss sich halt überlegen, das stresst ja alle. Mhm. Wenn es in den Fall geht. Und da musst du mal drüber hinwegkommen. Ja. Und die Kinderburger Bottenstein bietet halt Familien, die in so einer Situation sind, die Möglichkeit an, dass sie sozusagen betreuten Urlaub machen. Das heißt, sie fahren dorthin, zahlen keinen Cent, sind dann dort für eine Woche, 2 Wochen oder sonst irgendwas und können einfach wieder Familie werden. Einfach dieses betreut zusammenwachsen, die Zeit nehmen, zu sagen, ich kann das verarbeiten, ich habe die Zeit, das zu machen. Ich brauche nicht 1000 Sachen machen. Ich brauche mich nicht drum schauen, dass ich jetzt empfinde, während ich arbeiten bin, dann auch, sondern einfach nur wieder zu dem werden, was es sein soll, nämlich eine Familie. Ja, ja. Und das ist einfach ein so schönes Projekt, meiner Meinung nach, und es geht so unter. Es ist halt ein kleines Projekt in Niederösterreich, okay,
ich sag mal, St. Anna Kinderspital ist super. Ja, aber jeder kennt's. Richtig. Und die kriegen ihre Aufmerksamkeit sowieso. Und deswegen habe ich gesagt, nehme ich das kleine Projekt, was wahnsinnige Auswirkungen hat, einfach einmal in den Fokus. Und das soll's. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich generiere nicht viel Spenden, dann ist es so, je mehr ich schaffe, desto besser. Aber einfach mal sowas Wichtiges in den Fokus rücken. Aber da denke ich mir, da zählt ja eher mehr der Wille, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und das ist ja. Und ich glaube jetzt einmal aufgrund von Liebe, Wille und wie soll ich sagen, Durchhaltevermögen, oder? Passiert sowas dann eher automatisch, dass es wächst. Richtig. Weißt? Also, ja. So sind wir auch zusammengekommen. Ja, und vorweg, ich schneide kurz einmal ab, ja. Er hat dann dieses Video tatsächlich online gestellt, wo er diese supergeile Idee raufgepolst hat. Und ich habe mir das reingezogen und es hat circa 1,5 Minuten gedauert, wo ich den Mike angerufen habe. Ne? Das stimmt, ja. No joke, und dann habe ich dir eigentlich, ich glaube, 2 Minuten später auf Facebook geschrieben, dass wir gerne halt supporten wollen. Weil das einfach wichtig ist. Ja, weil ich finde, es ist relevant, dass diese Community auch sowas machen kann. Genau. Ja? Die Nerds kennen auch. Nein. Und nerdig sei, wie ja immer das nerdig definiert sei, als Modebegriff. Einfach die Tatsache, dass man sagt, das Hobby ist nicht nur, dass man irgendwo mal dumm hockt und in einem dunklen Keller ohne Freund da sein. Black sagt, bitte, es ist nicht wirklich so, dass wir das Klischee gibt. Wir stinken auch nicht. Ja. Wir wollen schon mehr als einmal im Jahr. Ja. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mike? Zweimal geht es schon aus. Und um gerade Tag, zu Vollmond. Samstag. Mora gegen Gondor. Sind Punkte technisch ausgeglichen, also das sind tatsächlich zwei Armeen, die man so in der Form spielen könnte, wenn man möchte. Wir haben auf der einen Seite Faramir, also ihr seht ihn jetzt nicht, oder wir haben vielleicht irgendwie irgendwas wird schon möglich sein. Faramir mit seinen Verteidiger, halt mit den Waldläufern, ikonisch wie sie sind im Film, und ein paar Krieger von Minas Tirith gegen einfach einen wilden Haufen Orks. Da verstecken sich auch zwei Helden drunter. Einen davon kennt man sogar aus dem Film. Und wen kann ich wie niederhauen? Okay. Ja, gutes Prinzip. Grundsätzlich normalerweise, man stellt halt einmal die Armee auf. Da gibt es für jedes Szenario normalerweise gewisse Regeln. Wir werden das jetzt relativ einfach machen und sagen, die einen stellen wir da her und die anderen stellen wir da her und dann rennen sie aufeinander zu. Jetzt ist einmal die Frage, eher wollt ihr eher die heroischen Verteidiger Gondors sein oder der wilde Haufen aus Mordor? Ja. Ich habe schon gedacht, dass ich Gondor spielen muss. Im Herzen bin ich böse, also von dem her. Was genau betreibst du da? Was ist dein Masterplan? Oder wie wird das durchgeführt? Genau. Grundsätzlich ist es so, ich war mir am Anfang nicht unsicher, wie ich es machen soll. Also ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich das hinkriegen und so. Und ich habe mir gedacht, in unserer Community ist es schwer, Geld zu kriegen, weil schlussendlich meistens schwer Geld zu kriegen im Sinne von, ich gebe eine Firma, die einen Umsatz hat von, nicht hüt irgendwo in einem kleinen Eckerl und gerade so über die Runden kommt, die kann ich nicht fragen, ob sie 500 Euro rausbringen lassen für sowas. Aber was halt schon ist, die Sachpreise lassen sich super absetzen und sowas, und da hat man meistens irgendwas rumstehen und sowas, und da hat halt auch die meisten irgendwas im Keller stehen. Also ich weiß bei mir selber, da gibt es einige Boxen, die noch nie geöffnet wurden. Nein. Hast du sowas jemals gesehen? Weniger. Weniger? Ich habe gar nicht so viel. Ja. Nein, ich habe geöffnet sind sie. Also ich muss sagen, mein Pile of Shame ist tatsächlich sehr niedrig. Aber bitte. Ich verneige mich bei dir. Aber wie genau nimmt man jetzt diese 6 Zoll? Du setzt am Base-Rand an und bewegst es halt wie von genau die 6 Zoll, weil es ist ein britisches System. Ja. Die haben es noch nicht ganz rausgekriegt, dass man eigentlich einen Zentimeter misst. Und die dürfen ja auch da anstoßen sein. Mhm. Also, manchmal fragt man sich ja schon. Also, immer die anderen. Immer. Na, vor allem muss man sich überlegen, die rechnen im Pfund. Das ist ja negativ. Da habe ich mir dann noch viel Hecker gefallen. Da wie? Aber wenn ich jetzt sage, okay, 6 Zoll, mache ich das so? Aber das ist blöd, weil dann zerreißen wir es. Was soll ich sein? Jetzt ist die Idee, dass ich sage, ich kriege halt Sachspenden von allen möglichen Ecken, und da muss ich echt mal loben, sehr stark von privaten Leuten. Beziehungsweise
ein YouTube-Kanal, irgendwer, der was noch eine Box eben daheim rumliegen hat, wo er sich denkt, hey gut, dann gebe ich die dorthin, dann ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Und einerseits gibt es einiges wirklich, was einzigartig ist. Also zum Beispiel mein Favorite, den mir jetzt neu dazukommen ist, die Krone des Hexenkönigs von Angmar, gut, dass ich mal hinkriege, aus Metall geschmiedet. Unique Handarbeit. Sozusagen ja, Handarbeit und. Wirklich, das ist aber leider. Ne? Ja, das ist aber sehr cool. Und die gibt es halt nur einmal. Ne? Ja, das ist nämlich der große springende Punkt. Das ist also sowas, was du also denkst. Das muss was wert sein. Umschaut. Na, und vor allem das Geile ist, da denkst du nicht. Wie gesagt, mir hat ja auf. Die Geschichte finde ich bombastisch. Also liebe Grüße an dich, Lord of the Ring Paint Art da draußen, solltest du das aus irgendeinem Zufall sehen oder sowas. Hat er mich angeschrieben, so, du Michi, suchst du noch Sponsoren, nimmst du auch nicht Jobs? Also, natürlich, was zusammenkommt, super, schlussendlich alles, was da irgendwie reicht. Ja, nimmst du auch nicht Tabletop-relevante Sachen? Ich habe gedacht, oh mein Gott, was kommt jetzt, wie mir das eine Umdauer? Schon mit sowas sprechen. Ich habe mir gedacht, das sieht das jetzt so als Kleiderspendenaktion oder so. Und dann hat er wirklich knallhart gesagt, ich habe die Krone des Hexenkönigs von Angmar da, die habe ich geschmiedet. Die liegt bei mir im Köller, machst du es haben. Ja, sicher. Vor allem auch sehr themenrelevant. Ne? Ja. Also, aber auch nicht themenrelevante Sachen. Wenn ich mir überlege, ich habe den gehabt, der Star Wars Miniaturen, die Lichtschwerter halt beleuchtet hat. Also wirklich mit kleinen LED und Leichtstarrerl beleuchtet. Was du denkst, wer tut sich das an? Also normalerweise denkt man sich, also, wer macht das wirklich? Und der sagt, macht, wo du denkst, das ist so viel Herzblut und Hobbyliebe einfach. Schön, oder? Ja, total. Ehrlich. Und das kann halt irgendwer dann ersteigern. Also diese Einzelstücke kann irgendwer ersteigern. Und das Geld kommt in den Pott. Und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass da ein bisschen was zusammenkommt. Da sind echt ein paar geile Sachen dabei. Und die zweite Idee ist halt, da habe ich immer ein bisschen schwer dann zu sagen, ich verkaufe etwas, was ich im Shop auch bekomme. Weil zum Beispiel eben, ich habe ja auch ein paar Shops, die bei mir mitmachen und sowas. Aber wieso soll jetzt jemand, der genauso gut im Shop kaufen kann, sich jetzt diese Box kaufen, weil das sicher. Es ist auch irgendwie, da fehlt auch der Community-Gedanke dahinter, weil schlussendlich ist es eine große Verkaufsaktion und dann da fehlt noch der Spirit, sozusagen. Und dann habe ich gesagt, mach ich ein Tombola draus, und zwar gibt es das immer in so Themenpakete. Herr der Ring ist schon ziemlich gesetzt, weil komisch. Gehst du jetzt mit alle Viere? Wir marschieren. Es verpestet unser Hirn. Richtig. Der schießt einmal den, aber das geht sich genau aus. Ja, probier's. Ja. Das heißt mit. Triffst du auf die 4 Plus? Die 4 Plus. Das sind aber die besten Ork-Bogenschützen, würde ich nur sagen. Es gibt normalerweise treffen wir nur auf die 5. Wir gingen mit nicht weniger in Krieg. Also ja. 4. Trifft, jawohl. Ja. Das ist jetzt ein Held, deswegen hat der Verteidigung 5, da brauchst du 6. Ist er Held? Ja. Ein 6er brauche ich. Ja. Dasselbe einfach nur mehr. Ja. Das ist ja nicht so schwer. Das kriegst du hier. Dann ist vorbei, Spiel. Zeig so langweilig. Hätte jetzt wie viel? Was tust du denn? Jetzt kommen wir zu einer traurigen Sache für die Orks, und zwar. Wir verlieren immer. Nein, nicht ganz. Wir haben keinen Betriebs. Es ist grundsätzlich so. Betriebsrat ist immer wichtig. Es ist immer so, wenn man das gleiche Würfelergebnis hat, verlieren die Orks. Post. Oder ihr. Und dann kann man einfach online bei mir, ungefähr bei 800 Miniaturen werde ich anfangen, dass ich dann die Lose verkaufe. Okay. Wenn ich mal so sagen kann, okay, wahrscheinlich schaffe ich es. Man weiß ja noch nicht, was kommt. So wie du gesagt, der für die zitieren, das Sommer naht. Ne? Das Sommer naht. Also der schlimmste Monat, bei mir im ersten Monat, habe ich mir gedacht, ich schaffe es nie. Das, also im Jänner, auf einmal war ich irgendwo bei über 100 Figuren. Und jetzt ist der Mai gekommen. Wir sind bei mir in der Familie, also jetzt Freundin, Kind, alles mehr Kinder. Das heißt, 3 Leute Geburtstag mit 2 Familien und alles. Du hast nichts gemacht. Also da ist schon ein bisschen hakelig. Ja, Sommer mit Urlauben und sowas. Also es kann noch wirklich sein. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das halt erst in 800 Figuren mit 19. Jetzt hier kommt schon ein Video entscheiden. Wahrscheinlich. Hier kommt schon ein Video entscheiden. Also bei einer Idee habe ich Angst, weil es ist ich kann mal euren Sadismus unüberdurchführen. So, du im Gollum-Kostüm durch St. Pölten laufen. Okay.
Die Giacomo ist das da, ja? Das ist der Giacomo und das ist der Giuseppe. Ja. Der Giuseppe war den Teigrührer. Ja, das ist wirklich der Filmsprüchel. Schau in die Sauce. Ich schieße auf den. Mit Ern schieße ich auf Ern. Ja. Das heißt auf 4, oder? 4 plus einmal. Okay. Dann einmal die erste oder zweite Reihe. 3 bleibt in der ersten Reihe und jetzt schaust du, ob du den tödlich verwundest. Das heißt, die 6 ist er weg. Ja. So geht das. Hast du irgendwas gesagt? Möchtest du nicht für Drinks zuständig sein? Jetzt habe ich eine Lücke gerissen. Eine taktische. So schaut's aus. Mit Ern greife ich Ern wieder an. Ja. Trifft. Jetzt ja. Müssen wir schauen, ich glaube, das könnte sich sogar ausgehen, dass der da nicht in der Sichtlinie ist. Das kann ich von der Perspektive her schlecht sein. Ja, dann treffe ich natürlich den und du brauchst deine 5. Ja, schau, und da ist der nächste dort. Ich hätte gerne einen Melon. Wenn beide das gleiche würfeln und das gleiche Kampfgeschick haben, ja, dann würfelt man es aus. Entsprechend einen Würfel nehmen. Bei einer 1 bis 3 gewinnt immer böse. Bei einer 4, 5, 6 gewinnt gut. Ja, da kann er gut würfeln, ist klar. Geh einfach. Geh einfach. Herr Opa. Das ist ein Wahnsinn, Schnitzel. Ich muss leider sagen, ich habe in der Spielegruppe ja den Spitznamen des Sechser-Michels. Ganz normal ist das nicht. Nur zu Info. Das behaupten meine Gegner auch nur immer, aber ich sag halt immer, es wirkt nur einfach mehr, weil ich halt einfach auch gut spiele. ja. Und dann werden halt Lose zu den Themen verkauft. Da kann man halt sagen, hey, ich hätte jetzt gern 5 Lose zum Thema Brettspiele, 5 Lose zum Thema Ringe und was auch immer. Dann kriegt man seine Nummern, wie man es halt von einer anderen Tombola beim Schülerball oder sowas auch hast kennt. Hast du wie in der Rostra? Ich werde ich dann machen. Ja. Ja. Willst das du das machen? Nein, da, wir haben eine Aktion Rent the Mic. Ah. Das genau wissen willst. Warum, ey? Das habe ich mir ausgedacht in einem Video. Ich habe das Rent the Mic finde ich auch noch für sich ganz nicht schick. Ja. Ich habe Angst gehabt, dass du irgendwie draufkommst, dass du mich auch noch einschmeißt. Wenn seine Arbeitskraft... Lass uns schmieden, das passiert immer währenddessen. Aber wie gesagt, Rent the Mic, da kann man dich schon ein Brett anziehen für die Situation und dann kannst du die Kugel da an. Ne? Bin ich der Einzige, der gerade das Wetter fehlt? Was auch immer. Die Lotto-Fee, ja. Aber das kennt ihr ja gut. Und eine Senfen bei einem Würfelorden oder bei uns, je nachdem, ob es irgendwelche Ideen für Rent the Mic gibt. Ne? Das ist auch Community. Das ist für einen guten Zweck. Ne? Nachdem unsere sozialen Adern gefüllt sind, bis ins Unermessliche. Explodierend. Ja. Und exponierend, ja. Ich habe ein paar rasiert, nur zur Info, währenddessen du, dass du Kaffee getrunken hast. Ja? Da stehen ja nur 3, ich bin enttäuscht. Ja, aber er hat mehr umgebracht, als er verloren hat. Noch. Noch, bitte. Wie viel, was ist der Killrate? Wie viel? Ja, taktisch einfach. Taktisch. Du bist taktisch, oder? Opfern und vergib. Du tust Fliesen zählen in der Hütte. So schaut's aus. Nein, ich bin... Da kommt nur so ein Zusatzmaxel raus, dann. Da? Oh, ja, so. Da? Der Hexenkönig. Mhm. Auf geflügelten Schatten. Und hinterher kommt dann kommt der DeLorean. Ne? Jawohl, brauchst du 5? Ich muss dir nur mit Gummizeug fordern. Ja. Gibt die Schüssel mal. Warte. Habt ihr das Ding. So, und jetzt gibt der ein Heldentum aus. Fix, ne? Und macht die 5 draus. Mhm. Hat er noch 1? Definitiv. Ja, definitiv. Adam hier. Neben Gurutz. Ja. Du hast 4 Würfel. Also, so würde ich auch keinen 6 würfeln. Na. 6 bitte. Mit 4? Ja. Eine 6 reicht und Farmi ist tot. Damit ist Farmi tot. Das gehört ihm. Böcke. Da haben wir noch ein 1 gegen 1. So nicht. Man merkt eigentlich, was für eine geile Community das ist und auch eben, wie viel sozialer Gedanke dahinter eigentlich bei allen dahinter steckt. Das sind nicht irgendwie die egozentrischen Socker, die nie aus einem Keller kommen und bei der Mama daheim wohnen. Das ist ja so ein blödes, veraltetes... Das ist ein blödes, veraltetes Klischee. Ja, absolut. Absolut. Finde ich auch. Und das ist aber auch schön, dass man das mit sowas mal aufbrechen kann. Dass man zeigen kann, wir sind ja, ich meine, du stichst da schon ordentlich vor mit dem Pfeil. Ne? Das muss man auch sagen, ja. Ist schon kaum wesentlicher Schritt. Also,
Rohraktion per se kennen die jetzt von keinem. Nein. Vorweg, also ich meine, keine Ahnung, nicht, dass ich jetzt so tiefgründig unterwegs bin, aber sowas kenne ich auch. Aber so aufgezogen finde ich das für die One-Man-Show eigentlich sehr mächtig. Und man muss ja immer die Organisation dahinter betrachten. Über ein Jahr, das ist jetzt nicht eine Wochenende-Aktion, wo du sagst, okay, wir zocken zwei Tage irgendwo ein paar Spiele und das war's. Das sind 365 Tage, ne? Mhm. Wie gesagt, ich krieg dafür die Gebühren. Also es ist... Ja, und du hast halt natürlich auch ein bisschen eine Kaltschweißigkeit, weil du nicht weißt, ob du die 1000 schaffst. Also ich habe teilweise zum Beispiel, da schaue ich mir manche Figuren an, so inzwischen so, wenn ich schon so überlegen, brauche ich dich. Also da gibt es auch welche, die ich ein bisschen weniger mag. Also, ja, das ist nicht, es gibt also nur, fängt schon so zum Cluster an. Ne? Ja, also es gibt schon so dieses, das mag ich sehr und das mag ich ein bisschen weniger. Also es gibt nichts, wo ich jetzt sage, das gebe ich gerne her, weil ich bin ja doch so ein bisschen... Also wo andere Klopapier horten, habe ich halt Figuren gehortet in der Laufe der Zeit. Ja. Sie sind so hübsch. Und dann überlegt man sich halt schon, na, vielleicht die eine Figur könnte schon weg sein. Also so. Ja, das verstehe ich. Ja. Also wenn mir eine Figur fehlt auf die 1000, das kriege ich. Ja, unabhängig dessen wollen natürlich wir auch ein bisschen einen Cent dazu abgeben. Wie haben Sie wir das gedacht? Wir haben natürlich Sachpreise in irgendeiner Art und Weise. Wir haben sie auch natürlich ein bisschen vorher abgesprochen, wie wir das irgendwie unterstützen können in irgendeiner Art und Weise oder in der bestmöglichsten Art und Weise. A, Rent the Mic jetzt dazukommen. B, haben wir A, also wir haben die Sachpreise überlegt, die was natürlich aus unserer Sammlung kommen, aus dem Mic seiner und aus meiner, die was jetzt für die Tombola einerseits sei es wollen, beziehungsweise die was natürlich unseren Kultstempel dabei haben, weil das einfach ja, ein bisschen Unikatskennzeichen sein soll für den Besitzer. Okay, however, kommen wir zum Abschluss. Ja, wie gesagt, wir sitzen jetzt nur auf der Terrasse, pfeifen sie schließlich ein Pivo eine oder halt Gummibärle und was auch immer. Ne? Kommen zu unserem Abschlussplädoyer des heutigen Abends und genießen das Ganze nur mit ein bisschen Tratscherei und tut uns natürlich den schweren Verlust um Osgiliath verdauen, was offensichtlich uns ganz taktisch klar war zu Beginn schon. Definitiv. Mm-mm. Ich will noch dazu sagen, ich habe bis jetzt noch kein Spiel gegen jemanden gewonnen, der sein erstes Spiel hatte. Noch nie. Das kann man jetzt leicht sagen. Wir haben bis jetzt immer. Wir kennen alle. Wir haben bis jetzt alle ersten Spiel verloren. Also. Ja, kommen wir zum Sachverhalt. Zu unserer Sachspende in irgendeiner Art und Weise. Fangen wir klar, es sind an und für sich grundsätzlich kleine Tüten, die was wir gerne sponsern hergeben wollen. Wir haben einerseits die Waag in einer. Schlachtzeuge, das ist ja was? Waage ist die Wargetten. Wargetten. Und einmal Jägerorks. Ist das richtig? Zumindest ein Text, ja, Jägerorks kriegst du hin, also das passt. Kann man zumindest lassen. Sehr schön. Wie immer, dass der Michael das dann quasi verteilt oder verlost oder however. Bleibt dann Sam Bier überlassen. Was ich ziemlich cool finde. Das ist Man-Bier. Man-Bier. Warhammer 40k Kill Team, die First Edition. Boah, das ist aber auch schon altes Eisen. Ja. Wir haben quasi nicht Restbestände von uns ausgeköpft, nur zum Teil, sondern auch ein bisschen ja, Sammlerstücke hergegeben, wenn man es so sagen kann. Warhammer Underworlds ist, glaube ich, relativ aktuell. Das ist die erste Edition sogar. Die erste Edition, ah, ja. Schon? Ja, das ist die erste. Da ist dann noch Nightfall danach gekommen. Nightfall dann, war das. Ja, ja, das ja, war okay. der zweite Teil, ja. Dann der dritte Teil war dann Beastgrave. Dann hatten wir. Ich glaube, dass Nightfall noch Beastgrave gekommen ist. Nein, das war der zweite. Okay. Aber was war denn schwierig? Underworld. Spielt das ja vor? Shadespire ist das zweite gewesen, oder? Achso, nein, das ist ja. Das ist der erste. Nightfall war der zweite Teil. Das war dann, glaube ich. Genau. Nein, ich bin in Warhammer komplett schlecht. Ich spiele da überhaupt nichts. Nein, Dreadfleet. Diese ganzen Standalone-Games, die schon, also die, was in sich abgeschlossen sind. Die auf jeden Fall. Warhammer Quest. Was wurde das? Ja. Habt ihr die verlorene Stadt? Ja.
Du nicht? Nein. Tatsächlich nicht. Aber das wird nur augment dann bzw. gut präsentiert, wenn das zweite Release rauskommt. Ich lade mich mal selbst ein. Auf jeden Fall. Aber du kannst ja gern fürs erste Warhammer Quest, wirst Silvertower. Silvertower. Das ist gut. Schon fletscht für Marit. Ich muss sagen, das juckt mich vom Setting ein bisschen weniger. Schon? Ja, weil das verlorene Stadt, das mit dieser Vampir-Thematik und so, das ist ein bisschen düsterer. Ist düsterer, ja. Die, so die, vom die Gameplay Geister her scheiden sich wegen am Gameplay. Also dieses Silvertower ist vom Gameplay gar nicht so schlecht. Ja. Fürs Alter vor allem. Ich bin für jeden Scheiß zu haben. However, ein bisschen was aus dem Brettspielsektor. Ein Dungeon Crawler aus alten Zeiten, der was ziemlich fein ist. Wichtig dazu zu sagen, dass es von Ulysses Games ist, also das ist quasi Importware aus Essen. Das ist genau nur angepanscht und exackelt und sortiert. Das ist unplayed, totally. Ja. Und ganz wichtig, es ist. Wo steht's? Irgendwo steht's. Die 1.5-Version. Das ist nämlich die Kickstarter-Version, die geschissene Version, wenn man es so sagen kann. Die war es na wirklich. Das sind die Regeln nicht zu verwenden gewesen. Und Ulysses hat das Ganze eingedeutscht. Okay. Und hat quasi die Regeln auf 1.5 gesetzt. Also, dass man sich das ungefähr. Eine Goldbahn in der Größe wird ungefähr das gleiche wiegen. Hast du Gold daheim? Nicht in der Größe. Nur das Angemalte. Ja, gut. Das ist Myth. Ja, Myth. Auf jeden Fall Dungeon Crawler. Fully Cooperative ohne Dungeon Master auf jeden Fall. Das ist ziemlich nett zum Spielen. Ich habe es zweimal gespielt. Wir haben es nämlich zweimal im Besitz gehabt. Und ja, kann man echt lassen. Und die Box ist wirklich prallstens gefüllt. Und wie gesagt, das ist. Ist echt ziemlich. Einhändig, da hebt man das ja fast nicht. Ja. Okay, was haben wir noch? Das kannst du da hinten auf die Handeln drauf tun. Eins mit Kultziegel. Black Rose Wars. Ja, von Ludus Magnus Studio. Ist vom Ares Verlag. Was ist da jetzt der große Junge? Kennst du Black Rose Wars? Ja, sag mal. Du kämpfst als Magier. Suchst du quasi die Elemente aus, mit denen du kämpfen musst, also deine Zauberbücher, und fightest in einer riesigen Arena, die sich quasi selbst aufbaut in einer Art und Weise gegen diese schwarze Rose, und musst eine Prüfung bestehen, damit du dieser Zaubererakademie würdig bist. Deckbuilding mit Miniaturen bewegen und allem drum und dran, richtig fettes Game. Ja, sehr, sehr fettes Game. Klingt richtig geil. Nein, es ist es auch. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, warum ist da das Kultziegel drauf? Weil die Minis gepainted sind. Okay, das heißt, das müssen wir steigern. Ja. Das heißt, da müsst ihr ordentlich Geld auslegen. Sicher, aussehen. Gold. auf jeden Fall diese vier Minis. Das Ding ist ebenfalls unplayed. Ja, die vier Minis sind fix fertig angemalt. Somit freut sich der zukünftige Besitzer darüber, dass er on the fly quasi schon bunt losspielen kann und alles besser ist als wie grau. Ich sehe jetzt schon mal rein. Ich kann schon mal sagen, die schauen ziemlich geil aus. Ja. Ich sehe da Feufeu und Nekromantie, wenn ich das ja, sehe. Ja. Es sind vier Magier drin. Die Miniaturenqualität von Ludus Magnus ist wirklich immer mehr als wie hochwertig. Sie hat ja das Spiel zwar auf Englisch, aber es ist jetzt da nicht so, dass du sagst, stark. Okay. Ja, das war das eine Kultziegel von uns. Das zweite, wo wir sich dann gedacht haben, das war doch irgendwie fein, wenn wir nicht irgendwelche Spiele am Tisch legen, die was vielleicht eh keinem gefallen oder die was man nicht kommt, oder was ja nicht, ne? Gibt es die eine Möglichkeit von uns, lieber Michael, einerseits den Gutschein mit Kult, also mit mir und mit Mike, einen gemütlichen gemeinsamen Painting-Abend zu verbringen. Richtig leiwand. Wo wir natürlich unsere Skills ein bisschen herzeigen, wie du den Gutschein natürlich irgendwo weiter vertreibst oder so, überlassen wir ganz dir. Da muss ich mir was überlegen, das ist ja geografisch fast ein bisschen gefunden. Vielleicht ist kein Problem. Wir würden Sie sogar dazu bereit erklären, eine Reise zu tätigen. das haben wir jetzt auf Video, also an die lieben Hamburger, die dann zuschauen. Schön wird schauen, wenn wir da hinfahren. Uns einmal leid. aber grundsätzlich können wir auf jeden Fall vergewissern, dass es der gemütlichste Painting-Abend ist. Oh. Ever. Ja. Den, was man, glaube ich, erleben kann. Zumindest in Niederösterreich sind wir sicher. Das ist erstens einmal Painting-Abend. Du weißt, dass Liechtenstein nicht mehr in Niederösterreich liegt? Ja, dann bis Liechtenstein. Okay. Ja, das ist mir schon bewusst. Ne? Okay. Weil sonst sagen alle immer so, was ich nicht, bis Mexiko oder so, ich bin für Liechtenstein.
Dürfen schon, ja. Kleiner Anspruch. Was ist mit dir? Du, als zweiter Punkt ist es natürlich, wir meinen, ne? Am Herd und bringen halt quasi das Grau weg vom Tisch, ist der größere, aus unserer Sicht fettere Preis. Wir bemalen mit dem Gutschein ein Brettspiel für dich oder halt dementsprechend x Miniaturen. Also wenn es jetzt nicht irgendwie eine Armee mit 1800 Einheiten sind oder so, waren wir ganz dankbar. Aber grundsätzlich kannst du mit... Das kann ich mal, da behalte einen sicheres ein. Da kann man entweder mit einem Boardgame zu uns kommen oder mit irgendwelchen Minis, keine Ahnung. Zombies-Guide mit allen Expansions. Kein Problem, kein Problem. Challenge accepted. Auf jeden Fall, da wollen wir ein komplettes Game mit entsprechender Qualität haben. Ja, also nichts im Speedpaint oder so, sondern mit ganz viel Kult, Liebe. Ja. Da kommen mir schon blöde Ideen. Ja, ich hoffe, lieber Michael, ich hoffe, das passt einmal initial. Das ist ein so Wahnsinn. Ich bin wahnsinnig froh, dass ihr mithelft. Ich bin wahnsinnig froh, dass ihr da dabei seid. Ich finde, die Sachen, die du da reinhast, sind bombastisch. Schön. Also, das ist einfach genial. Richtig coole Sache. Ja, das war halt nur quasi ein Teil davon. Der Rest wird noch folgen im Laufe des Jahres. Unverändert. Ja. Ansonsten. Ich werde nicht morgen die 1000 schaffen. Auf jeden Fall werden sie fix ein Video überlegen. Der Grund ist aber auch ganz viele Termine ausmachen, dass du gar nicht zum Morgen kommst. Ja, das wäre die Alternative. Aber wir könnten auch einfach den Termin sagen, hey du, wir malen jetzt gemeinsam. Da bist du ja da, heute haben wir dir schon angeboten. Na wieso? Ich kann ja mit euch meine Minis anmalen. Also nicht ihr malt mal, eure Sachen und ich mal meine Sachen. Du könntest der Farbenmischer sein, wenn wir das nächste machen. Ja, du konntest aber auch einfach deine Minis stehen lassen und sie fallen dann nebenbei zufälligerweise in einen Topf und entfernen sie wieder. Ne? Ja. Das habe ich mir schon für Turniere überlegt, weil Bemalpflicht ist. Ich nehme einfach eine Sprühflasche mit Aceton mit und wenn der Gegner seine Armee aufstellt, die sind nicht bemalt. Bitte war ja, wenn du jede verlorene Einheit in so einen Topf getan hast. Das war super. Das ist dann das Poker der Debel. Da spielt man gleich mit einer ganz anderen Intention. Ja, man bewegt sich einfach nicht. Die zwei Stunden sind vorbei, beide Armeen haben sich mal berührt. Dann stell dir vor, so wie jetzt da, bringen jeder 30 Figuren mit und unterm Strich bleiben bei jedem zwei über. Und beide eigentlich verloren. Gut, however. Du hast viel Lebenszeit. Ihr kriegt auch noch was von mir, wollt ihr überrascht werden oder wollt ihr es wissen? Nein, wir wollen überrascht. Überraschung. Sehr gut, das heißt, das nächste Mal kriegt ihr die Überraschung. Ja, Michael, unverändert. Danke, dass du da warst. Es war mir ein Volksfest und ich freue mich auf die nächsten Male. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das nächste Mal. Gilead hat tapfer gehalten, wollen wir sagen. Nein, nein, nicht eigentlich hat das verloren. Was Gilead hat verloren, Mordor hat gewonnen. Ja, wir haben es tapfer gehalten, das meine ich. Oder Eignummer und dann haben wir Eignummer. Was auch klar war. Ne? Was Gilead ist jetzt in Feindeshand. Kultstempel ist dran. Kulthaar. Nächstes Mal, wenn es euch Herr der Ringe ausschaut. Ausschauen, zweite Säule links ist unser Siegel. Ich hab das als Pickel, ich pick's auf irgendein Geländestück und so muss ich beim nächsten Spielgericht in Osgiliath suchen. Wir haben es sogar. Aber wir müssen es dann suchen, wo es sich in Osgiliath versteckt. Na gut, kommen wir zum Schluss. Mit den Worten kommen wir zum Schluss. Oder? Paulin, schönen Abend noch und best abonnieren, kommentieren, liken und freuen. Danke, haut's, dass ihr dabei wart. Haut euch eine Kohle aus. Richtig, ja. Ganz wichtig. Okay. Monatlich gibt es dann die Updates. Ja. Und rent the Mac. Tschüss. Das war notwendig. Tschüss. Tschüss.